Weiter geht's rechts lang, oben rechts. Und was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Rätsel, ein erneutes Schalterrätsel. Ja, dann lassen wir uns erstmal von dem Rocket-Rüpel erwischen und kämpfen gegen ihn, damit die Bahn frei ist. Und ich habe mir sogar noch vor der Mutzigkeitsmund gefunden. Ja. Und damit verrät er uns etwas über die Mutzigkeitsmund. Ich kann es vielleicht gleich mal demonstrieren, weil so schmerzvoll ist das gar nicht. Jetzt kann man einmal zeigen, was passiert, wenn... So, mal erstmal wird das Nobody Card besiegt. Finster Aura, das ist die Attacke von Nobody Card. Juwelenkraft, das ist die Attacke von Necrozma. Ja, Nobody Card besiegt. Team Rainbow Rocket Triple besiegt. Schön, schön. Hätten wir das. Mods und vorbei. Zwingfee gewinnt 1984. Pokémon-Dollar geht siegreich aus dem Kampf gegen den Team Rocket-Triple hervor. Fängt er jetzt an zu stottern, der Zwergfürst. So, einmal präsentiert, was passiert. Mami, Mami! Genau so. Piep, piep, piep! Ein Eindringling wurde entdeckt! Ein Eindringling wurde entdeckt! Ja, der Alarm hat dich so erschreckt, dass du zum Eingang zurückgewichen bist. Ja, relativ harmlos. Also im Vergleich zu Pokémon... Gold, beziehungsweise Pokémon Hard Gold, Soul Silver, ist das noch eine relativ leichte Variante. Jetzt kann man hier auf den Knopf drücken und dann klick, und dreht sich die Figur und man kann weiter. Also in Pokémon Hard Gold, da wurde man dann wirklich von Rüpeln aufgescheucht, wo man halt hier so ein scheiß Mauzi hier, oha, bewegt hat. Fiep, fiep! Eindringling wurde erkannt. Ein Eindringling wurde entdeckt. Ja, ich habe Angst gekriegt und bin zurückgewichen. Ist klar. Was? Ach gut, nach vorne. Das kann ich nicht ändern, oder was? Was mache ich denn? Der Blick der Mozi-Statue ist starr nach vorne gerichtet. Ah, okay. Das kann ich, wie es ausschaut, nicht ändern. Das heißt, ich muss zu dem roten Mozi dort. Ich muss hier entlang. So entlang. Das heißt, erstmal den Rüpel besiegen. Generell muss ich das. Mautz, Mautz, Mautz! Lass mich raten. Der hat ein Mautz hier als Teammitglied. Team Rainbow Rocket Rüpel fordert sich heraus. Ja, dann mal her. Herr mit deinen Pokémon. Ein Arbok. Okay. Mautz, Mautz, Mautz ist also nur auf die Statuen bezogen. Ah, okay. Da wissen wir mal was Neues. Haben wir was dazugelernt. Knirscher. Würde nicht viel bringen. Phantomengeisier. Das wird mir sehr viel bringen. Arbok besiegt. Jo. Team Rainbow Getrüppel besiegt. Mein Plan, mich als Mautz auszugeben und dich anzugreifen, wenn du es am wenigsten erwartest, ist gescheitert. Zwingfee gewinnt 1984 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Rainbow Rocket Rüpel Nummer 2 hervor. Rüpel Nummer 2 in diesem Bereich hier. Der Blick der Mautz-Statue ist starr nach vorne gerichtet. Ah, die lassen sich also nicht mehr bewegen. Au mei! Jetzt hat mich diese Figur hier entdeckt. Piep, piep, piep. Ein Eindringling wurde entdeckt. Ein Eindringling wurde entdeckt. Ja, so viel dazu. Wieso erschrecke ich mich vor so einer Statue immer? So sehr. Okay, da kann ich nicht lang. Kann ich die bewegen? Der Blick der Mautz-Statue ist starr nach vorne gerichtet. Ah, okay.
Wie komme ich denn da sonst lang? Starr nach vorne gerichtet. Gibt's da irgendeinen Weg lang? Wird schon seine Gründe haben. Ah, am Rücken. Ist ein Knopf. Klick. Okay. Das macht das Ganze nicht unbedingt besser. Ich muss dieses Mauzi hier verrücken. Ah, okay. Ich habe den Rücken bloß nicht gefunden. Jetzt kann ich hier lang, ohne gesehen zu werden. Ja, dann komme ich so rum. Ach nein, das Mauzi. Ja, das eine Mauzi fehlt noch. Verdammt. Das Gesicht natürlich direkt auf die Platte gerichtet. So geht es natürlich nicht. Ja, musst von hinten hier. Mauzis kann man nur von hinten besiegen. So, jetzt hier lang. Nicht den Fehler nochmal machen. So, du bewegst dich weg. Ach, verdammt. Eindringling entdeckt. So, dann dich erstmal weg. So, müssen wir hier alle bewegen. Nicht besiegen. Also dich nochmal bewegen. Zack, klicke die Klick. Und dich nochmal bewegen. Das dürfte es aber dann noch sein, oder? Kann ich jetzt hier lang, da lang und rein. Perfekt. Das hat aber mal wieder lange gedauert. Mal ein bisschen nachdenken. So. Dann bewege ich dich mal nicht dort lang. Und ich bewege mich in die Richtung. Das Mauzi will ich nämlich mit dem Blick nach unten haben. So, beweg dich mal dahin. So, jetzt kann ich da lang und dort lang. Jetzt kann ich erstmal hier lang. Ja, jetzt dürfte ich einwandfrei hier lang kommen. Nein, verdammt, der da unten sieht mich noch. Ah, okay, den hier bewegen. Der soll da weggucken. Du guckst nach da unten. Das heißt, ich gehe jetzt hier lang. Da runter. Meine Güte, sind das hier Rätsel. Du bewegst deinen Kopf da weg. Zack. Und jetzt kann ich hier längs. Ja, genau so. Verdammt! Wer sieht mich jetzt? Achso, das Mauzi dort hat mich gesehen. Das, was direkt auf den Schalter guckt. Okay. Dich zuerst weg. Ist ja auch knifflig hier. Dann kann ich hier lang. Zack, die Zack. Hier runter. Da lang. Dich nach links gucken lassen. Ohne Komplettlösung. So. Den Kumpel hier, den muss noch bewegen. Und dann kann ich, glaube ich, durch. So. Ja, nice. Haben wir das Rätsel auch irgendwann mal gelöst. So schwer war das gar nicht. Ist machbar. Nach ein paar Versuchen kriegt man das auch hin. Nicht mal gebacken. Na dann kommt der nächste Boss jetzt. Den Blicken der Mauzi-Statuen magst du entgehen können. Aber meinen aber nicht. Okay, das habe ich ein bisschen falsch vorgelesen. Ja, vorlesen, in Spielen, Ingame-Texte vorlesen war noch nie wirklich meine Stärke. Team Rainbow Rocket Rüppel fordert dich heraus. Mit zwei Pokémon. Ja, mit deinen zwei beiden. Slaymog. Da schleimst du hier jetzt ordentlich rum, oder was? Ne, Crossma ist weiterhin im Kampf. Phantomen-Kaisir. Na dann, hau rinne. Slaymog besiegt. Da war es nur noch einiges. So. Steve erreicht Level 60. Ibitak wird eingesetzt. Na dann. Ruhig raus, dein Ibitak. Necrozma, was soll Necrozma tun? Juwelkraft. Hau rinne. Gigastoß. Nein, ich meinte nicht Ibitak. Nicht Ibitak sollte drin hauen. Hat er aber gemacht. Ach, verdammt. Necrozma besiegt. Zeit für den lieben Chuck. Chuck, komm hervor. Kämpfe, du bist ein Mauerwerk. So leicht kann man dich nicht umhauen. Glaube ich zumindest. Felswurf in Mauramura. Das kann man nicht so leicht aus der Fassung bringen. So, dann hätten wir das auch geschafft.
Mittag besiegt und den Rainbow Rocket Triple besiegt. Chuck erreicht Level 63. Schön, schön. Rainbow Rocket Triple besiegt. Meine Augen haben mitverfolgt, wie du mich abgefertigt hast. Aber meine Reflexe konnten leider nicht mithalten. Zwergenfee gewinnt 1984 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Rainbow Rocket Triple Nummer 3, wenn mich nicht alles täuscht, hervor. Dieses war der dritte Streich und der vierte folgt zugleich. Eindringlich, unerwünscht. Einmal bitte um 360 Grad umdrehen und Abmarsch. Zack, zack. So. Letzter Kampf vor dem Bosskampf. Jo, wer das wohl sein wird, wer der große Boss hier sein wird bei diesem Rätsel-Dings. Ist ja nicht so, als würde es im Thumbnail sein und im Titel stehen. Wer das wohl ist, wohl dort auf uns wartet. Ein Mysterium. Felswurf, komm, mach's alle. Liedwasser gegen einen Mauramura. Im Ernst? Okay, es bringt verdammt viel, aber im Ernst? Komm, Felswurf, mach's alle. Dann wird jetzt so ein Mauerwerk Typs hier durch einen Wasserschuss hier zerstört. Ich habe noch keine feste Mauer gesehen, die sich durch einen kleinen, durch so eine Wasserpistole einfach mal rumschießen lässt. So ein Wasserstrahl, so ein, naja, kommen wir, schon recht fester Strahl. Sind durchaus, ja, Feuerwehrschlauch. Lass mal mit einem Feuerwehrschlauch gegen so eine feste Mauer schossen. Da passiert ja eigentlich relativ wenig, oder? Da irre ich mich da. Okay, Kugelsalat bringt auch enttäuschend wenig bei den Toxa. Wieder mies. Was soll man da machen? Siedewasser. Das bringt hier relativ viel. Das ist eine durchaus starke Attacke. Bohrschnabel. Komm, ich muss mir auch noch was aufheben für den Boss jetzt hier. Ich kann jetzt nicht alles an ihre Rüppel verschwenden. Ja, Mai. So, schaut so aus, als müsste Pikachu mal ins Rennen. Pikachu dürfte doch gegen einen Wasser-Pokémon effektiv sein. Da muss halt ein paar Beleber und Tränke nach dem Kampf jetzt hier einsetzen. Darf bloß nicht vergessen. Und dann ohne Tränke so geschadet in den Kampf gehen. Ich muss mal heilen hier. So, damit haben wir den zweiten, den vierten auch besiegt. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Um 360 Grad umdrehen und Abmarsch. Das heißt ja, so viel wie hau ab. Zwangfee gewinnt 1984 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den vierten Rüpel hervor. Und weiter geht's zum Boss. Dieses Mal der vierte Streich und der größte folgt sogleich. Auf geht's. Einmal das Team heilen und dann weiter. So, Team wieder geheilt. Die Geschichte lehrt uns, Bosskämpfe nicht zu unterschätzen. So. Stimmlich mal auf den Bosskampf, der jetzt kommt, vorbereiten. Ich muss den nämlich entsprechend synchronisieren. Auf geht's. Dumbledoris. Rodedis, oder wenn er näher spricht. Hier haben wir also unseren Eindringling. Ich bin Fratellis, um die Welt von allem Schmutz in Form von Menschen zu befreien, habe ich mit meinem Lehr die ultimative Waffe einsatzbereit gemacht. Und gerade als sie eingesetzt werden sollte, wurde ich von einem grellen Licht umgeben und in diese Welt hierher gebracht. Aber ja, wo ich mich befinde, meine Mission ändert sich nichts. Ich will ein Leben voller Schönheit. Ein Leben, in dem sich niemand bekriegt oder beraubt. Ha. Seht du beide Knöpfe hinter mir? Einer von ihnen ebnet dir den Weg in das Innere des Schlosses. Der andere nimmt die ultimative Waffe in Betrieb, die dein das Ende der Welt anleiten wird. Also los, wähle einen der Knöpfe aus.
Ich bin der Überzeugung, dass Ausgewählte das Potenzial haben, die Zukunft zu verändern. Also will ich das Schicksal in deine Hände legen. Wirkst du die ultimative Waffe in Betrieb nehmen oder Würmer wegsperren? Es liegt an dir, nutze dein Potenzial. Hui. Ich bin richtig rot geworden. Ich hoffe, es hat geklappt. So rübergekommen, wie ich es synchronisieren wollte. Die ultimative Waffe. Blau oder rot. Die Auswahlmöglichkeit hatten wir an Pokémon Y auch. Ich nehme natürlich den roten Knopf. Da drücken wir natürlich drauf. Das ist am verlockendsten. Der rote Knopf. Möchtest du den roten Knopf drücken? Ja, allerdings. Auf geht's. Du hast den roten Knopf gedrückt. Ja. Das ist wirklich bedauerlich, aber du scheinst nicht den Auserwählten zu gehören. Mit deinen eigenen Händen führst du das in der Welt herbei, die du eigentlich beschützen solltest. Noch ist die ultimative Waffe nicht aktiviert. Dir bleibt noch genügend Zeit, um den anderen Schalter zu betätigen und deinen Fehler ungeschehen zu machen. Selbstverständlich werde ich das nicht einfach geschehen lassen. Meine Vorstellung von der Zukunft auf der anderen Seite und deine auf der anderen. Wer von uns wohl richtig liegt, lassen wir unser Pokémon darüber entscheiden. Hui, ein Kampf. Hui. Habt erkannt, wen ich synchronisieren will. Let's Play schon ein bisschen versucht, habe es auch erwähnt, wie ich den sprechen will. In Pokémon Y habe ich es nicht ganz geschafft, aber ich habe ein bisschen trainiert. Ich habe so ein bisschen trainiert, die Person so zu sprechen. Also Ähnlichkeiten zu real existierenden Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten, die eines fernen Tages mal existiert haben, sind ja. Sind nur Zufall. Das ist also. Soll hier niemandem ähneln. Nein. Soll hier niemanden ähneln. Kramchef besiegt. Das war der erste. Wischu. Oh, ich bin voll verschwitzt. Ich habe mich da voll reingelehnt. Diese Synchronisation, ich hoffe, sie war gut. Ich werde es nachher im Schnitt spüren, werde es hören. Holla! Ich habe mein Bestes gegeben. Tut mir leid, wenn es nicht ganz so gewirkt hat. Freut mich, wenn es gewirkt hat, wenn es geklappt hat. Ich freue mich nachher im Schnitt ein Loch am Bauch, wenn ich mir das anhören kann. Jetzt habe ich es natürlich so, ja, nur meine Kopfstimme. Aber ja, normalerweise kommt es dann auch, also normalerweise kommt es in den Let's Plays so rüber, wie ich es mache, wie ich es im Kopf habe. Habe ich mittlerweile doch schon irgendwie hingekriegt. Aber es sieht schlimm aus. Necrozma wurde schon besiegt. Es sieht schlecht aus. Das ist ein starkes Team. Nicht unterschätzen. Den Bosse nicht unterschätzen. So ist es. Und dafür, dass Chuck ein Mauerwerk, ein Mauramura ist, lässt es sich relativ leicht besiegen. Das finde ich auch nicht so gut. Finde ich auch nicht so toll. Galoppa, du bist dran. Tu dein Bestes. Vielleicht mit Stromstoß. Oder Schlagbohr nicht doch effektiver. Ja, es geht auch. Ein Feuerlöwe. Durch ein Feuerpokémon besiegt. Wischu. Ach, der nochmal. Haben wir den nicht schon besiegt? Wischu. Dann besiegen wir den halt jetzt. Mit Nitroladung. Los, hau rinne. Mogelhieb. Wird dir nicht viel bringen. Was? Zurückgeschreckt? Hier wird nicht zurückgeschreckt. Hier wird zurückgeschossen. Na, ich war ein bisschen raus. Den totalen Kampf.
Ich bin gerade schon Level 71. Und hier wird weiter gekämpft. Garados. Okay, ich kann mich gar nicht mehr an die Pokémon von Flordelis erinnern. Hatte der, waren das die Pokémon, die er in Pokémon Y auch eingesetzt hat? Also ist eigentlich am kürzesten her, dass ich das... Oh, die Mega-Entwicklung. Ja, auch mal schön demonstriert. War das so? War das, ja, seltsam, dass ich mich an die Pokémon von Cyrus erinnern kann, aber an die Pokémon von Holla, die Waldfee. Kanopa wurde besiegt. Die Pokémon von Floridilis nicht besiegen. Nicht erinnern kann. Ich bin ganz durcheinander. Leute, ich bin durcheinander. So, der hat dann noch einen Schlussmonolog. Da muss ich mir auch noch die Kraft aufsparen. Nirscher. Auwei. Auwei. Ich dachte, das wäre ein Blatt-Pokémon. Ein Käfer-Pokémon. Und könnte das aushalten. Auwei. Komm, Pikachu, halt's aus. Komm, halt es aus. Wir brauchen noch eins für das letzte Pokémon. Wo ist Donner? Wieso setzt du nicht als erstes ein? Oh nein, das sieht doch schlimm aus für Pikachu. Nein. Das hätte ich kommen sehen müssen. Verdammt. Sieht schlecht aus für das Team. Ich hätte Galoppa wieder beleben müssen. Mein Team ist zu schwach. Die Kämpfer werden hier immer stärker. Die gegnerischen Pokémon und das gegnerische Team. Wir haben noch einen Top-Beleber. Den setze ich jetzt mal auf Galopp ein. Es ist nötig. Top-Beleber. Steinkante. Weil ich das kommen sehen habe. Der hat deinen Beleber jetzt gar nichts gebracht. So, Galoppa. Komm, mach den ganzen ein Ende. Noch ein kleiner Hieb, dann ist Garados besiegt. Das in der Mega-Entwicklung wird hier auch nichts bringen. Komm, Stromstoß. First Hit. Der erste Schlag. Ich bin mir nicht sicher, ob man das auch so auf Englisch sagt, aber es ist jetzt so. Die Welte wird eingesetzt. Oh, die Welte. Schön, dass es nicht das andere Pokémon ist. Das keine Ahnung. Ich habe Pokémon X nicht gespielt, nur Pokémon Y. Na komm, machen wir es alle. Schlagbohrer hat keine Wirkung. Das ist eine Bodenattacke. Oha, die Attacke kenne ich. Sie ist vernichtend, normalerweise. Oh, weil ich habe Angst vor dem Kampf gegen die Welte. Glaubt das mir? Nitro-Ladung. Komm, lass das was bringen. Okay, ja. Unheil schwingen. Hui, Respekt vor dieser Attacke. Ich habe einen heiden Respekt vor dieser Attacke. Und er hält sich selbst. Ich brauche einen Hypertrank. Oh, wird das spannend jetzt hier. Weil man sich das selber hält. Galoppa ist mein letztes Pokémon jetzt hier. Unheil schwingen. Auwei. Das hält sich mit Unheil schwingen selbst. Ach du Schiete. Stromstoß, könnte das was bringen? Komm, Stromstoß, lass es was bringen. Oh, das bringt sehr viel. Die Chancen stehen auf einmal nicht ganz so schlecht. Obwohl. Doch, das war's dann mal. So knapp war das. So knapp. Kurz vorm. Ufts. Zwingli hat keine kampffähigen Pokémon mehr. Da hat ein zweiter Versuch. Muss halt ein zweiter Versuch her. Schon mal gemacht. Na dann. Team heilen. Ein paar Tränke kaufen. Ein paar Beleber kaufen. Und wieder zurück ins Rainbow Rocket Schloss. So. Ich kaufe ein. Heute wird geshoppt. Hypertränke. Davon brauche ich nicht so viele. Davon habe ich noch hier noch. Und 3 dürften reichen. Zack. Ein paar Beleber. Da brauche ich ein bisschen mehr. 30 nicht unbedingt, aber. Wie wäre es denn erstmal mit 11?
Okay, hab ein bisschen falsch gerechnet, aber ja, geht auch. Komm. Kommen wir zurecht mit. Dann kaufen wir noch ein paar Hypertränke dazu. Damit es ein bisschen mehr Sinn macht. Haben wir wieder so eine ungerade Zahl. Aber was soll es? So eine ungenaue Zahl, so eine unrunde Zahl. Na. So, nochmal durch die Rätsel. Zweiter Versuch, Flodidis. Ja, dieses ganze Gerede nochmal, müssen wir nicht nochmal synchronisieren, haben wir schon. Überspringen wir mal gekonnt. Aus. Ihn muss ich mit dieser Stimme synchronisieren. Mit dieser komplett neu erfundenen Stimme, die noch nie irgendjemand vorher ansatzweise hatte oder die noch nie jemand irgendwie geähnelt hat. Wie sollte man denn auch, wie sollte es auch? Nein. Wie kommt ihr denn auf sowas? Böse Gedanken. Der Feigling zieht seinen Buckmann zurück. Gibt's denn sowas? Kramchef. Phantomengeist hat keine Wirkung. Ja. Hätten wir nicht einfach mal das Su-Shi oder wie das heißt besiegen können? Das Shi-Su oder keine Ahnung. Frag mich nicht. Kramchef. Kramchef ist doch eindeutig ein Cyrus-Pokémon. War das auch bei Flodilis? Scheint so. Und Flodilis das geklaut von Cyrus. So schaut's aus. Nishu. So sah das, so klang das also. Nicht Sushi, sondern Nishu. Ja, ist halt, ja. Japanisch Namen halt, ist halt. Was soll man dazu sagen? Hypertränke haben wir ja jetzt genug. Komm, den Cross mal wieder aufladen. Der kann auch ein bisschen kämpfen. Nee, Crossman wurde aufgefrischt. Ja, okay. Und der Feigling zieht das wieder zurück. Was bist denn du für ein Feigling? Habe ich dich ja richtig synchronisiert. Nach der Person, die es nicht gibt und auch nicht gab. Frei die erfundene Persönlichkeit. Muss ich immer wieder betonen. Keine Ähnlichkeit zu real existierten Persönlichkeiten. Meine Güte, was sind das hier Kämpfe? Juwelenkraft. Komm, mach jetzt mal irgendwas. Flammenwurf. Lässt sich aber auch leicht besiegen hier. Den Necrozma. Und das ist ein legendäres Pokémon hier. Sich hier von so einem Pyroleo besiegen lassen. Mei. Top-Genesung. Ja, ist ja klar. Als ob der Kampf nicht schon angestrengt wäre. Anstrengend genug wäre. Und das hier auch noch nachts. Nehmen das nicht. Da sind die Bedingungen ja auch optimal. Nachts wünscht man sich solche Sachen dann noch am liebsten. Galoppa. Ich brauche eigentlich für den letzten Kampf. Das letzte Pokémon, aber ja, du musst wohl auch die restlichen Kämpfe hier bestehen. Pyroleo endlich mal besiegt. Haut er jetzt wieder seinen Mishu raus? Ja, Mishu wird immer rausgehauen und dann wieder zurückgezogen. Das ist doch mies, das ist so richtig mies. Den Pokémon immer in den Kampf zu schicken und dann wieder zurückzuziehen. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Das geht doch gar nicht. Zurückgeschreckt. Oh, nee, jetzt so diese Kacke. Nitro-Ladung, komm. Mach's alle. Wenn wir dieses Mishu am Boden sehen. Dankeschön. Galopp, auf dich ist mittlerweile verlassen. Du holst mir mittlerweile und machst auch die Sachen, die ich dir sage. Garados, ich kämpfe natürlich weiter. Ich habe doch diese eine Elektroattacke. Hoffentlich bringt es auch was. Hoffentlich darf ich es auch einsetzen. Stromstoß, das bringt zwar ein bisschen Rückstoß, aber. Oh wei. Die Mega-Entwicklung. Na komm. Na komm. Schaffen wir es diesmal beim zweiten Versuch. Soll doch bitte keinen dritten Versuch geben müssen. Na komm, Garudas, fast besiegt immer diese wenigen KPs jetzt hier und dann noch Kaskade auf Galoppa. Das kannst du aber wissen, dass das
Sehr schadet. Na komm, Stromstoß. Ja. So, Gaudas besiegt. Jetzt haben wir nur noch das letzte Pokémon. Das letzte, die Welte. Ja, gut. Da wissen wir natürlich nicht, was effektiv ist gegen eine Welte. Da haben wir hier im Spiel noch nicht gekämpft. Naja, haben wir schon gekämpft, aber das wurde nicht vom Spiel registriert. Der erste Kampf. Top-Trank. Davon haben wir einen. Können wir genau einsetzen. Oh wei. Die Welt hält Kampf. Das wird spannend. Das Team ist noch relativ frisch. Kann also Galoppa wiederbeleben, wenn es sein muss. So, was nehmen wir denn? Stromstoß. Das muss wohl sehr effektiv sein. Hau rinne. Ja, okay. Rückstoß ist natürlich blöd. Unheil schwingen. Komm, halten wir es aus, um noch einmal einzusetzen. Ah, ja, knifflig, aber könnte klappen. Komm, Stromstoß. Lass es der letzte Schlag sein. Stromstoß. Hau rinne. Ja, nice. Haben wir ihn besiegt. Den Floridis und seinen Gewälte. Rückstoß. Steve erreicht Level 61. Perfekt. Floridis besiegt. Wahrhaftig. Tief in deinem Herzen lodert die Flamme der Überzeugung. Wieder reinfinden in die imaginative Figur. Zwergfee gewinnt. 18.760 Pokémon Dollar und geht sicher aus dem Kampf gegen Floridis hervor. Diese Kraft in dir. Du hast etwas, was du beschützen willst. Ich verstehe. Geh schon. Betätige den zweiten Schalter. Ja, vor dem Kampf. Das heißt nach dem Kampf, aber so ist es mit Synchronisationen immer. Möchtest du den blauen Knopf drücken? Jo, allerdings. Du hast den blauen Knopf gedrückt. Oha. Da ist wieder etwas möglich. Ein Schalter hinter dem Spiegel aktiviert. Damit hättest du die ultimative Waffe gestoppt und deine Welt vor dem Untergang bewahrt. Und du selbst kommst einen weiteren Schritt voran. Wer weiß, welchen Weg ich eingeschlagen hätte, wenn ich schon früher einem Trainer wie dir begegnet wäre. Nein, ich werde niemals mich verändern. Wenn auch nur der Hauch eine Chance besteht, der Welt zu wahrer Schönheit zu verhelfen, dann werde ich diesem Weg weiterhin folgen, egal um welchen Preis. Ich habe mein Bestes gegeben, ihn zu synchronisieren. Ein Däumchen hoch, wenn ihr Humor versteht. Natürlich war das eine rein imaginativo Watzo. Dingens Charakter. Keine Ähnlichkeiten zu existierenden Persönlichkeiten. Also, wie so Humor verstehen. Weiter geht's.